Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja zu diesem Video. Heute geht es um ein wichtiges Thema, nämlich Dringlichkeit erzeugen. Und lass mich dieses Video ja heute mal mit einer Frage beginnen. Kennst du das? Ja, du weißt eigentlich, was du heute zu tun hast. Du zögerst, schiebst das Ganze aber auf und machst ganz andere Dinge. Ja, vielleicht hast du aber auch schon mal erlebt, dass du einfach nicht so motiviert bist, dass du weißt, Mensch, heute liegen die und die und die Aufgaben an und dann kommen irgendwie so wie von Geisterhand andere Dinge, die dann vermeintlich wichtiger sind und du schiebst das Ganze auf. Ja, du weißt eigentlich genau, was zu tun ist, machst aber dann dennoch andere Dinge oder verschiebst das, was eigentlich wirklich wichtig ist, auf morgen oder übermorgen oder auf nimmermehr. Ja. Wenn es dir manchmal so geht, ja, dann zeige ich dir in diesem Video eine Idee, du kannst auch einen Trick nennen, wie du ja dieses Problem in Zukunft nicht mehr hast und wie du diese Situation für deinen ja zu deinem Vorteil einfach wendest. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn du bis zum Schluss ja bei diesem Video dran bleibst. Schau, im Network Marketing ist es häufig so, dass Menschen genau wissen, was die nächsten Schritte sind, aber selbst wenn sie es auch nicht wissen, man geht dann lieber seinen Job nach irgendwo, anstatt Zeit zu investieren in den Aufbau seines Geschäfts, um dann irgendwann, ich sag mal, das Leben so leben zu können, wie man das selber möchte. Ja? Und jetzt kommen wir aber auch schon zu der Idee, wie schaffen wir es, ja, diese Dringlichkeit zu erzeugen. Dringlichkeit erzeugen ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft im gesamten Bereich Selbstständigkeit, ja, oder aber auch im Network Marketing und Verkauf. Ja. Egal, ob es jetzt in einem Gespräch mit einem Kunden geht, musst du in der Lage sein, Dringlichkeit zu erzeugen. Du musst aber auch für dich selber in der Lage sein, Dringlichkeit zu erzeugen, um die Dinge umzusetzen, die du dir vorgenommen hast. Weil du hast halt niemanden mehr, der jetzt hinter dir steht und sagt, bis heute 18 Uhr brauche ich XYZ, ja, da muss das Projekt ABC fertig sein, sondern du musst für dich selber sicherstellen, dass du deine Aufgaben erledigt bekommst, beziehungsweise dass du auch die richtigen Aufgaben erledigt bekommst und an den Dingen dranbleibst, die sich zu deinem Ziel führen. Aber da gleich mehr dazu. Und die Idee ist einfach, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen, indem wir uns bewusst machen, dass unsere Zeit auf diesem Planeten ja nicht endlich ist. Schau, wenn wir jung sind, dann haben wir so das Gefühl, ja, es endet niemals. Ja, wir strotzen vor Energie, wir sind jung, wir wissen, wir haben noch viele Jahre vor uns und mit zunehmendem Alter ist es dann aber so, dass man viel, viel stärker erkennt, wie schnell die Zeit eigentlich rast. Ja, und dass das Leben halt nicht unendlich ist, sondern dass wir halt nur eine gewisse Zeit auf diesem Planeten haben. So, und aktuell haben wir halt nur das Leben, was wir haben. Und das sollten wir doch maximal dementsprechend ausschöpfen. Ja. Und da komme ich jetzt dann auch zu dem Punkt, nämlich die Idee ist einfach, wenn du Dringlichkeit erzeugen willst, wenn du Aufschieberitis vermeiden willst, dann musst du dieses Bewusstsein haben, dass du es dir nicht leisten kannst, Dinge auf die lange Bank zu schieben, die eigentlich getan werden müssen, ja, weil das Leben endlich ist. So, und ich habe die Zahlen, die ich dir jetzt zeige, die habe ich mal gehört und gelesen, ich kann jetzt aber die Quelle leider nicht nennen, aber nichtsdestotrotz, es geht jetzt auch hier nicht darum, ob dann das 5 Jahre mehr oder weniger sind, sondern es geht um das Bewusstsein dahinter. Ja? Du kannst die Zahlen dann gerne auch für dich nochmal recherchieren. Und zwar habe ich gehört, wir haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von roundabout 80 Jahren. Ja, da gibt es verschiedene Tabellen, wo man das nachlesen kann. Ja, vielleicht sind 76 oder mittlerweile auch 84. Wie gesagt, darum geht es mir nicht, sondern mir geht es um das Bewusstsein dahinter. Ja? So, und dann haben wir natürlich die Situation, dass wir schlafen müssen. Das heißt, wir schlafen so circa 26 Jahre. Ne? Dann, auch eine interessante Zahl, wir versuchen, 7 Jahre lang einzuschlafen. Das heißt, das ist die Zeit, wo wir uns im Bett hin und her wälzen, weil uns Probleme von der Arbeit im Kopf umgehen, weil wir Stress haben, Probleme mit den Kollegen, weil irgendwas nicht rund läuft, finanzieller Druck, Auto kaputt, Waschmaschine etc. Ja? Also das sind so die Dinge, die wir dann im Kopf rumgeistern, wo uns dann nachts schlecht einschlafen lassen. Und das ist natürlich auch nicht gerade positiv, das Ganze. Ne? Dann konsumieren wir viel Fernsehen, verbringen sehr viel Zeit im Internet. Ja?
Fernsehkonsum oder wir browsen durch die ganzen Timelines der verschiedenen Social-Media-Kanäle, schauen uns Dinge an, die uns aber jetzt eigentlich gar nicht wirklich weiterbringen, roundabout 11 Jahre. Dann haben wir noch die ganzen Dinge, die so im tagtäglichen Leben passieren. Wir gehen zum Training, Schule, ja, Weiterbildung, Liebesbeziehungen, ja, wir gehen mit dem anderen Geschlecht essen, wir sind auf der Jagd nach einem neuen Partner und so weiter. Wir müssen natürlich auch Nahrung zu uns nehmen, damit wir Energie haben, essen, ja. Dann kommt natürlich der obligatorische Weg zur Arbeit, dann natürlich auch wieder der Weg zurück, ja. Sagen wir nochmal roundabout 10 Jahre. Das heißt, was uns tatsächlich unterm Strich übrig bleibt, sind 26 Jahre. Und diese 26 Jahre, hier machen wir dann auch noch Fehler, ja, die uns dann auch nochmal wieder Zeit kosten. Wir setzen die Dinge nicht richtig um. Ja, wir vertrödeln einfach Zeit, um zu versuchen, voranzukommen, ja. So, und worauf möchte ich eigentlich hinaus, ja? Wir haben, wenn wir das mal in Relation setzen, von 80 Jahren eigentlich wirklich nur 26 Jahre, die wir dafür verwenden können, unser Leben zu dem zu machen, was wir leben wollen, ja? Das heißt, wir haben 26 Jahre im Prinzip Zeit, den richtigen Partner zu finden. Wir haben 26 Jahre Zeit, um ja unseren Beruf, den wir lieben, uns aufzubauen. Wir haben 26 Jahre Zeit, in dem Profi zu werden, was wir tun. Wir haben 26 Jahre Zeit, die materiellen Dinge in unser Leben zu ziehen, die wir haben wollen und so weiter und so fort. Und du siehst, 26 Jahre ist nicht viel. Ja? Das heißt, du kannst dann jetzt auch mal noch spaßeshalber abziehen, wie alt du heute bist. Und dann weißt du, dass du nicht mehr so viel Zeit hast, um das Ganze zu realisieren. Und deshalb ist jetzt das Thema, wie schaffe ich es, oder beziehungsweise das Bewusstsein so extrem wichtig, dass wir die Dinge nicht einfach auf die lange Bank schieben können, sondern dass wir den Tag heute auch nutzen müssen. Und da möchte ich dir gerne noch 2 Fragen zum Schluss mit an die Hand geben, die dir dabei ein bisschen Orientierung geben. Nämlich Frage 1, was machst du aktuell alles, was nicht zu deinen Zielen führt? Das heißt, ich setze voraus, du hast ja mal aufgeschrieben, wie dein Traumleben aussehen soll, was du in deinem Leben so tun haben lassen möchtest, welche Berufung du nachgehen möchtest und so weiter. Und was tust du aktuell alles, ja, was nicht dazu führt? Ja, dazu gehört irgendwelche, Videos auf Facebook anzuschauen, Videos anzuschauen, die dich jetzt nicht wirklich weiterbringen. Ja, also alles solche Dinge. Ja, dann Frage Nummer 2. Was solltest du stattdessen tun? Welche Aktivitäten solltest du ausführen, möglichst häufig, die in deinem Leben eine Veränderung bewirken, ja, die dazu führen, dass du deine Ziele erreichst. Und wenn du das Bewusstsein darüber hast, dass du nicht alle Zeit der Welt hast, wie wir das oft so denken, ja, sondern dass du einen begrenzten Zeitraum nur zur Verfügung hast, wenn du weißt, was du aktuell tust, was du besser nicht tun solltest, ja, weil es hier von deinen 26 Jahren abgeht, ja, wenn du weißt, was du stattdessen tun solltest, dann weißt du, okay, jetzt ist die Zeit zu handeln und du kannst dann in die Handlung dementsprechend dann auch kommen. Ja? So, ich hoffe, die Idee, der Tipp, wie auch immer du es nennen willst, war für dich hilfreich. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Ja? Gib der Sache einen Daumen hoch, abonniere gerne den Kanal, ja, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und jetzt würde mich noch interessieren, da würde ich mich freuen, wenn du die Kommentarfunktion nutzt, mit was verbringst du aktuell deine Zeit, ja, was nicht zu deinen Zielen führt und was würdest du gern verändern, ja, also was würdest du von diesen Aktivitäten gerne abstellen und dafür eine andere Sache eben ausführen. In diesem Sinne, ich freue mich auf die Kommentare, ich bin gespannt, ich wünsche dir maximalen Erfolg und wir sehen uns ja in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.